Hallo meine lieben Leute und Freunde und Bekannte und Verwandte. Willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Ihr fragt euch jetzt, hey, warum bist du auf einmal dort in einem Dungeon? Ganz einfache Erklärung. Ich habe den Part gestartet und bin auch in den Dungeon gekommen. Und zwar die Eule, die ihr auf diesem Acker gesehen habt. Da muss man buddeln und kriegt den Schlüssel hier rein. Ja. Die Datei ist einfach abgestürzt und war hinüber. Ich konnte sie nicht mehr retten und ja, jetzt bin ich mitten hier im Dungeon. Aber wir haben noch nicht wirklich erreicht. Wir haben nur ein paar Räume gesehen, neuen scheiß Gegner getroffen und ja, das war's auch. Und darum machen wir einfach weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Hier, das war einer der nervigen Gegner. Bomben sind immer nervig. Außer du hast sie. Der Gegner darf sie nur nicht haben. Und was gibt's hier drin? Den Kompass! Bringt der Mondkarte nun nichts, oder? Doch. Im Untergeschoss ist der Bossgegner also. Ja. Gut. Ja, hier wird wohl ein Schlüssel sein, das ist mir fast schon klar. Außerdem gibt es einen kleinen Miniboss. Für den brauchen wir allerdings Bomben, die wir nicht haben. Und für die brauchen wir auch Bomben. War an sich, ich glaube, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, aber aktuell kenne ich nur den Weg Bomben. Also gehen wir jetzt zurück und suchen Bomben. Geht ja leider nicht anders, ne? Und unser Ziel ist es auch noch dabei, nicht zu sterben. Das wollte ich nur mal anmerken. So, 5 Bomben haben wir schon mal. 6 brauchen wir mindestens, um diese Viecher da zu töten. Ach, schade. Gut, suchen wir weiter. Gut, hier kann ich noch nichts machen, dafür brauchen wir erstmal so einen komischen Schalter. Also heißt es weitersuchen. Okay, meine Katzen machen wieder Scheiße. Katzen, lass das, okay? Ich habe keinen Bock, ein Herzinfarkt zu bekommen. Wie später. Oh, ja. Ich muss dir nach dem Part mal Essen geben. Ist bei dir Zeit. Immer wollte Futter haben, ne? Bitte sag einfach genug Reichweite. Gut, immerhin. Und weg. Stirb. Und es hat mir nichts gebracht, na vielen Dank auch. Ich habe mir wirklich nur einen feuchten Furz gebracht. Eigentlich kann ich jetzt immer nur hier wieder hin und zurück gehen und hoffen, dass ich Bomben finde, ne? Schon irgendwie traurig. Ja gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich kümmere mich mal um Bomben. Jo, da sind wir wieder. Ich habe ein paar Bomben. Ich hoffe, die reichen.
Vor allem mit 14 Bomben kriegt die auf jeden Fall down. Hoffe ich. Es sei denn, ich stelle mich natürlich wie, was weiß ich, wer an. So. Scheiße. Geht doch. Weil wenn man die einmal, man kann die nicht permanent hitten. Die machen ja eben ihr Maul auf und das machen sie ja gerade nicht. Also muss ich gezwungenermaßen kurz warten. Aber die sind zum Glück beide jetzt tot. Und kehren hoffentlich nie wieder. So, kriege ich den Alter? Ja, ich kriege den Pickerungsstiefel. Halte L gedrückt, um zu sprinten. Ich springe auch weiter. Okay, so kriege ich die auch kaputt. Das macht Sinn. Ich weiß auch direkt, wo wir das einsetzen können. Und zwar hier in dem Gang. Wieso könnt ihr nicht einmal tot bleiben, nachdem ich euch einmal umgebracht habe? Das wird mir vieles sehr erleichtern, wisst ihr? So, ich will mal was probieren. Ich bezweifle, dass es geht. Jo, das war eigentlich klar. Aber probieren geht über studieren. Und eine weitere Truhe. Die kann ich gleich öffnen. Nur das hier kann ich noch nicht öffnen. Leck mich, sage ich dazu nur. Aber eigentlich muss hier jetzt ein Schlüssel drin sein. Nein, da sind 300 Rubine drin. Das glaubt mir niemand. Das glaube ich mir ja nicht mal selbst. Ja. Ach hier kann ich jetzt was machen. Da ist nämlich dieser komische, was auch immer es ist, der mich hier gleich wahrscheinlich nicht durchlassen will. Ich muss nur überleben. Mann, die Steuerung ist dreckig. Heilige Scheiße. Ein kleinen Schlüssel. Gut. Damit kommen wir mal wieder durch fast jede Tür. So, von wo ist er eigentlich kürzer hier hin? Da. Gehen wir hier hin. Vielleicht schwören hier noch die Feen rum. Bitte. Nein. Schade. Alter, ich kann die Fähigkeit nicht kontrollieren. Ey, nicht töten. Töten böse. So, als nächstes gehen wir nach oben. Und ja. Hey. Ein kleiner Schlüssel, das gefällt mir an sich schon mal sehr gut. Und damit haben wir eigentlich auch schon zwei Neutronen für uns geebnet. Wenn mich nicht alles täuscht.
Okay. Scheiße, Mann. Ja. Das war's aber komplett wert. So, und jetzt sind beide tot. Los! Gut, das... Warte. Oh! Ich dachte gerade schon. So, dann gehe ich erstmal nach oben und hole mir mal diese neuen Truhen. Einmal haben wir jetzt diesen Schnabel. Jo, die... Was machen die eigentlich wirklich? Was ist deren Sinn? Geben die dir einfach nur ein paar Infos, was man machen kann? Also helfen die dir? Ja. Ach, jetzt kriege ich die Karte! Ja, vielen Dank. Jetzt, nachdem ich fast alles erledigt habe. Es ist übrigens wie ein Pokémon. Link braucht spezielle Schuhe, damit er rennen kann. Weil anders geht das nicht. Wow. Das sind alles meine Sachen. Okay, hier gibt's schon wieder einen kleinen Schlüssel für. Jetzt muss ich mich mal gucken. Stimmt, hier. Hier muss ich jetzt hin. Den Ort gibt's ja auch noch. Oh gut, mit den Pegasus-Stiefeln kann man die auch töten. Aber Moment, ich habe nur einen Schlüssel. Toll, ich brauche noch einen. Wo kriege ich meinen nächsten Schlüssel her? Setzen wir hier ein. Berühre mit ausgeschrecktem Schwert. Ah. Verdächtige Stellen an der Wand. Achte auf das Geräusch. Okay, was soll mir das Geräusch jetzt sagen? Soll ich eine Bombe hinlegen oder? Nein. Fuck. Oh, doch. Achso, kann ich Hohlräume herausfinden. Okay, so kann man natürlich auch drüber springen. Der Boss-Key!
Geil. Aber die Vasen kann ich nicht zerstören, alles klar. Macht Sinn, mein Guter, macht Sinn. Hat irgendwo jemand noch eine Bombe übrig? Ich brauche nur eine einzige. Dankeschön. Und 3, 2, 1, Sprengung! Okay, warte. Ach, hier ist noch ein Abteil. Ja gut. Hab ich gesagt, dass ich das nicht überprüft habe. Ihr könnt mich alle mal. Wenn willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen, gib ihnen explosives Futter. Dafür verschwende ich meine Bomben nicht, nein. Ah, reicht das? Danke. Als ob ich hier nirgendwo runterspringen kann. Willst du mich verarschen? Der Weg ist jetzt sehr unnötig. Aber was soll's, wir müssen hier ja machen, also. Los geht's! Kettenreaktion. Warte, gibt's hier noch mal was Schönes? Buffet. Ja, damit. Heilung kann ich nämlich immer gut gebrauchen. Aber. Und ich. Zum ersten Mal in Link's Awakening bin ich sogar recht reich. Will ich nur mal anmerken. Okay, dass der mich nicht getroffen hat, ist ein Wunder. Ein Hoch auf die Hitbox. Und was bist du? Ah, verstehe. Ja, hier hat die Sprache verschlagen. So, zerstör doch mal alles, einfach weil wir das können. Gibt vielleicht nochmal irgendwas für. Nee.
Hier auch nicht, nein. Hier gibt es lediglich ein paar nervige Fledermäuse und den Boss-Key. Und einen kleinen Schlüssel noch. Okay. Das hinterfrage ich mir nicht, aber welcher Boss uns hier im dritten Dungeon erwarten wird, das erfahren wir erst im nächsten Part. Haut rein. Ciao.